Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil meiner Saisonprognose der zweiten Fußball-Bundesliga für die Saison 2018-2019. Und auch in der zweiten Liga ist es ziemlich schwierig, irgendwas vorherzusehen, weil praktisch jede Mannschaft gegen jeden gewinnen kann. Also ist es natürlich jedes Jahr ziemlich schwer, eine Prognose zu machen. Vor allem, ich kann es wirklich nicht jedem recht machen. Und Zeit auf jeden Fall dann nicht traurig oder so, wenn euer Verein jetzt, euer Lieblingsverein jetzt zum Beispiel auf dem Abstiegsplatz ist oder was auch immer. Ich habe es einfach versucht, ein bisschen subjektiv das Ganze zu sehen. Und somit würde ich sagen, starten wir mal wieder in der Mitte, damit es spannender bleibt, auf Platz 10. Auf Platz 10 meiner Saisonprognose liegt Dynamo Dresden. Letztes Jahr wurden sie ja nur 14. Dieses Jahr denke ich, dass sie eine ruhigere Saison spielen werden. Werden sich in der zweiten Liga auf jeden Fall weiter stabilisieren. Haben da auch einige gute Zugänge geholt, wie zum Beispiel Ebert von Ingolstadt oder auch Artig von Hoffenheim. Mussten zwar ein paar Spiele abgeben, aber ich denke, ein 10. Platz ist für Dresden auf jeden Fall drinnen. Auf dem 9. Platz meiner Saisonprognose sehe ich den FC St. Pauli. Letztes Jahr wurde man 12. Dieses Jahr, denke ich, geht es 3 Plätze bergauf für St. Pauli. Haben auch 2 gute Zugänge geholt mit Deli von Freiburg und Knoll von Regensburg. Einige Spieler haben auch St. Pauli verlassen, aber ich denke, durch die 2 Transfers haben sie es auf jeden Fall ziemlich gut kompensiert und ein 9. Platz ist für St. Pauli auf jeden Fall realistisch. Weiter geht's mit Platz 11. Auf Platz 11 kommen wir zum ersten Aufsteiger aus der 3. Liga, nämlich zum 1. FC Magdeburg. Ja, ich denke, Magdeburg wird sich in der 2. Liga gut einleben können und in der ersten Saison so auf Platz 11 landen. Könnte aber auch zum Beispiel Platz 12 oder Platz 10 sein. Also ich denke, im gesicherten Mittelfeld im Abstieg werden sie, denke ich, nichts zu tun haben. Auch weil sie einen ziemlich guten Torhüter verpflichtet haben, in meinen Augen. Fesic von Braunschweig war der Stammkeeper und hat das in Sahel ziemlich gut gemacht. Also wegen ihm ist Braunschweig nicht abgestiegen, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich denke, Magdeburg wird auf jeden Fall eine gute Saison spielen. Auf dem 8. Platz dieser Saison sehe ich den MSV Duisburg. Letzte Saison sind sie ja 7. geworden. Haben eine klasse Saison gespielt letztes Jahr als Aufsteiger. Dieses Jahr sehe ich sie ziemlich ähnlich wie letztes Jahr. Haben sich auf jeden Fall ziemlich gut verstärkt mit Sukutu Pasu von Sandhausen, Miesenhöhler von Union Berlin und Verhoek von Heidenheim. Ein paar Abgänge hatten sie auf jeden Fall zu verkraften, aber die wichtigen Stammspieler sind alle geblieben und deshalb würde ich sagen, wird das eine ziemlich sorgenfreie Saison für MSV Duisburg im oberen Mittelfeld. Auf Platz 12 in meiner Saisonprognose liegt der SV Sandhausen. Letzte Saison wurde Sandhausen 11. Dieses Jahr sieht es ähnlich aus. Auf Platz 12, denke ich, könnte Sandhausen in dieser Saison liegen. Haben ihren Kader auf jeden Fall noch mal ziemlich verstärkt, unter anderem mit Schleusener vom KSC, mit Guide von Freiburg und mit Guaida vom HSV. Auf jeden Fall sinnvolle Transfers getätigt und somit würde ich sagen, ist Sandhausen auf jeden Fall im Mittelfeld mit dabei. Auf dem 7. Platz sehe ich Darmstadt 98. Letztes Jahr legte man ja einen Fehlstart hin in der 2. Liga, war lange Zeit unten im Abstiegskampf, aber am Ende haben sie dann einige Siege eingefahren und sind somit auf dem 10. Platz gelandet. Dieses Jahr, denke ich, läuft zu Darmstadt etwas besser, vor allem auch, weil man Marcel Heller wieder zu Hook geholt hat, der bei Darmstadt ja richtig gut war, bei Augsburg jetzt nicht so richtig überzeugen konnte. Ich denke, 7. Platz ist für Darmstadt, denke ich, realistisch. Auf Platz 13 kommen wir zum zweiten Aufsteiger aus der 3. Liga, nämlich dem SC Paderborn.
die wirklich eine sehr spektakuläre Offensive gezeigt haben in der vergangenen Drittligasaison und deswegen aufgestiegen sind. Ja, bei Aufsteigern weiß man nie so, wie werden sich die Aufsteiger einfinden in die zweite Liga. Ich habe einfach mal Paderborn auf den 13. Platz gesetzt und denke ich, das sollte machbar sein, weil sie auch einige vielversprechende Neuzugänge geholt haben. Zum Beispiel Bickel von Osnabrück, Schwede von Magdeburg und Kiasula von Halle. Und die meisten Spieler konnte man auch halten, die meisten Stammspieler, die letzte Saison wichtig waren. Und somit geht es jetzt wieder in der Tabelle etwas weiter nach oben. Auf Platz 6 sehe ich dieses Jahr Union Berlin. Viele denken ja, dass Union Berlin jedes Jahr immer zu den Aufstiegsfavoriten zählt. Letzte Saison war das aber auch nicht so. Man hatte hohe Erwartungen, hat dann Jens Keller gefeuert, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann und ist dann am Ende nur Achter geworden. Dieses Jahr läuft es ein bisschen besser auf Platz 6, aber mit dem Aufstieg wird Union Berlin immer noch nichts zu tun haben. Sie haben zwar gute Neuzugänge verpflichtet, zum Beispiel haben sie Mees und Anderson geholt, aber natürlich hat man auch wieder einige Abgänge auch zu kompensieren. Also man ist natürlich gespannt, wie geht es bei Union Berlin weiter in der zweiten Liga. Und jetzt geht's auf Platz 5. Auf dem 5. Platz sehe ich in dieser Saison Arminia Bielefeld. Letztes Jahr waren sie ja so was wie die große Überraschung, die positive Überraschung. Die letzten Saison landeten am Ende auf Platz 4. Dieses Jahr, denke ich, sehe ich sie auch in der oberen Tabellenhälfte. Ja, Bielefeld haben die meisten Spieler behalten können, haben auch einige gute Neuzugänge, wie zum Beispiel Seufert von Kaiserslautern geholt. Und ich finde, Bielefeld hat auf jeden Fall das Potenzial, oben mitzuspielen, aber für den Aufstieg wird es nicht reichen. Und jetzt sehen wir uns nochmal die bisherige Tabelle an. Zum Abschluss vom ersten Teil meiner Saisonprognose für die zweite Liga gibt es jetzt erstmal die Tabellenübersicht. Ja, auf dem 5. Platz liegt Arminia Bielefeld, 6. Union Berlin, 7. Darmstadt 98, 8. MSV Duisburg, 9. St. Pauli, 10. Dynamo Dresden, 11. Magdeburg, 12. Sandhausen und 13. Paderborn. Die Plätze 1 bis 4 und die Plätze 14 bis 18 gibt es dann morgen im zweiten Teil. Und da erfährt ihr dann, wer steigt auf und wer steigt ab. Wird auf jeden Fall am Morgen noch ziemlich interessant. Und somit würde ich sagen, war es das mit dieser Prognose. Bis zum nächsten Mal und ciao.